Seid gegrüßt, einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, wird standesgemäß gereist. Das Outfit passt auf jeden Fall zum Einchecken. Da, wo ich jetzt gerade hin unterwegs bin. Leider wird heute nicht standesgemäß gereist, weil die gottverdammte Deutsche Bahn mal wieder Generalstreik hat. Noch über 2 Tage. Deshalb fahre ich heute mit dem Flixbus. Halt auf der Autobahn, weil einer Fahrgästin schlecht wurde und sie die Treppe im Aufgang hinuntergekotzt hat. Ein Traum. Viele von euch waren schon mal hier. Oder haben zumindest es gesehen auf Fotos und Videos. Das Adlon und das Brandenburger Tor sind auf jeden Fall 2 sehr bekannte Orte in Berlin, unserer wunderschönen Hauptstadt. Und ich wollte schon immer mal, wirklich schon immer mal, auch als Kind in diesem Hotel eine Nacht verbringen. Und was essen, dieses berühmte Wasser, die Currywurst und sowas, all solche Dinge. Seit dem Film Emil und die Detektive kannte ich das und war irgendwie davon fasziniert. Bin ich schon sehr oft hier vorbeigelaufen. Sieht diesen prunkvollen Eingang, war auch mal drin auf Toilette oder so. Aber heute ist es wirklich soweit. Einfach mal eine Nacht hier verbringen. Kommen Sie herein. Ja, das ist das Zimmer. Hier. Wirklich. Wirklich bescheuert. Kommen Sie, kommen Sie. Fangen wir erstmal an hier. Also ich bin auch gespannt. Das fasziniert mich so. Das war der Main Switch. Hier haben wir eine Toilette. Die ist irgendwie dunkel. Das ist... Alter, ist das krank. Okay, hier kommt man... Okay, das ist wirklich krank. Das ist eine Dusche, in der man sogar sitzen kann. Dann hier die Wanne. Alter, ich bin überfordert. Und dann gibt es hier noch eine Tür und dann kommt man zum Bett. Alter, das macht mich wirklich fertig. Jetzt will ich aber den Ausblick sehen. Uiuiui. Das ist mal ein Innenhof, der nicht zugemüllt ist. Das ist ja wirklich... Das ist ja uralte Technik, das ist ja älter als meine Eltern zusammengerechnet. Das fasziniert mich wirklich. Yo. Nicht schön, das ist ganz wichtig. Stabile Glotze auf jeden Fall. Alter. Ja, so habe ich es mir irgendwie auch vorgestellt. Das hier ist natürlich wirklich mit Abstand das Wichtigste. Mmh. 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 Alter. Ja. Ja. Fast vergessen, die Minibar. Das ist natürlich auch äußerst wichtig. Die sieht sehr angemessen aus. Wobei ich hier das Gefühl habe, die werden nicht vergessen, dass ich hier sinnlos in mich hineinfressen. Naja, deswegen. Hier ist ja noch mehr. Der Kühlschrank. Feinstes Wasser. Und Getränke. Naja, die Auswahl ist jetzt eher ein bisschen mager. Kind hat nur eine Tür auf dem Klo. Ich habe noch nie ein Hotel mit so einem Ambiente erlebt. Das ist, das passt übrigens hervorragend. Und Adiletten, so müsste es sein. Das ist so krass, weil das so alt ist. Man hat irgendwie das Gefühl, hier haben schon so viele heftige Persönlichkeiten übernachtet. Und was hier alles schon geschehen ist wahrscheinlich, das ist Wahnsinn. Das alles so... Original ist. Das Spa ist übrigens momentan bis April außer Betrieb, leider. Also wenn das nicht mal ein angemessenes Gefühl ist. Was für eine wunderschöne Begrüßung, wenn man hier reinkommt.
wenn man Hunger hat, kann man sich direkt auch mies gönnen. Ich sehe nur leider nirgends Gönnergy auf der Karte. Auf jeden Fall gibt das schon mal Punktabzug. Nein, dafür bin ich nicht verantwortlich. Oder vielleicht doch. Okay, also hier ist auf jeden Fall sehr schön dekoriert. So viel Raum für was auch immer, ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall viel Raum. Na, allein diese Fahrstühle. Ich bin noch nie mit einem Fahrstuhl gefahren, der wirklich auf diese Art und Weise, jetzt mal freischalten, die Zahlen anzeigt in den Etagen. Das ist schon krass. Alter. Vielleicht ist es bescheuert, aber das fasziniert mich. Hallo. Absolutes Kind, der beim Duschen nicht sitzen kann. Das revolutioniert auch das sogenannte Kackduschen. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Nun, das ist die Currywurst. Da ist einfach wirklich ein bisschen Blattgold oben drauf und das macht mich fertig. Die Currywurst ist natürlich das Wichtigste, was man hier zu sich nehmen muss. Wenn ich das erstmal verspeist, dass man so eine Pommes. Naja. Ja, fast wie der Mac ist. Ist auf jeden Fall ohne Darm. Schmeckt wirklich anders. Der schmeckt nie nach Currywurst, der schmeckt äußerst mystisch. Aber ja, wieder was auf der sehr langen Bucketlist des Lebens abgehakt. Ja, das ist zu viel. Das ist wirklich die außergewöhnlichste Currywurst, die ich jemals speiste. Ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, dass das hier alles ziemlich kostspielig ist. Deswegen möchte ich mich hier beim heutigen Sponsor des Videos bedanken. Scheiße. Stimmt, ich bin ja der abgefuckteste Wichser im ganzen Internet. Ich habe ja keine Sponsoren. Ja, ich würde mich ja trotzdem über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Danke. Wie viel das alles übrigens kostet, erfahrt ihr ganz am Ende des Videos. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß zwar gerade nicht, was dort überhaupt demonstriert wird, aber man kommt hier wirklich aus dem Ausgang raus und kriegt die volle Ladung ab. Das ist wirklich hervorragend. Ganz wichtig, sich im KDW ein Getränk zu kaufen, damit man den ganzen Tag mit dem Beutel rumlaufen kann. Es ist verdammt früh am Morgen. In noch anderthalb Stunden gibt es das Frühstück und das wird jetzt sich reingezogen. Das ist, was ich brauche.
Junge, das ist das beste Frühstück, auch wenn es klischeehaft klingt. Das ist wirklich das beste Frühstück, was ich, Alter, das Bild kann ich euch nicht zeigen, was ich je hatte. Das ist der absolute Wahnsinn. Puh. Und genau jetzt kann ich mich nicht mit dem Champagner besaufen, das macht mich wirklich wütend. Wisst ihr, was mich hier wirklich sehr verwundert? Ich wurde hier noch nicht einmal angesprochen und nach dem Foto gefragt. Seltsam, worin das liegen könnte? Nach einer Viertelstunde, dann ist das ja leider auch vorbei. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, auf die ich mich sehr, sehr lange gefreut habe. Das wollte ich schon wirklich fast immer mal eine Nacht hier verbringen. Und wieder was in der Bucketlist runter. Jetzt kann ich irgendwann endlich in einem Verkehrsunfall verunglücken, wenn da Chris mal wieder zu viel gesoffen hat. Nee, da stehen noch viele, viele andere Dinge drauf. Und ich nehme euch da auch natürlich gerne mit in Zukunft und hoffe, das geht so weiter. Das ist auf jeden Fall krass. Ich muss sagen, es ist so, wie ich es erwartet habe. Alt. Die Leute hier sind anders. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung. Aber ich denke auch, dass es bei einer Nacht, die ich in meinem Leben im Adlern verbringen werde, bleiben wird. Das Frühstück war für mich persönlich das Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war extrem krass. Ich finde es sehr schade, dass das Spa nicht offen hat, also Pool etc. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Die Rechnung ist schon äußerst stabil. Also nicht nur was den Betrag angeht, sondern auch die Aufmachung. Die Kosten betragen jetzt hier für das Zimmer, weil ich mich da in diesem Programm noch angemeldet habe, etwas weniger. Insgesamt 518 Euro. Davon 119 Frühstück für zwei Personen. Macht kein Auge. Und der Rest das Zimmer. Also im Prinzip ohne Frühstück kriegt man eine Nacht mal für unter 400 Euro in einem einfachen Zimmer. Aber das Frühstück ist das Beste, muss ich ganz einfach sagen. Und beim Essen war es inklusive Trinkgeld für zwei Personen mit Getränke 90 Euro. Wobei die Currywurst 26 Euro gekostet hat. Was ich jetzt gar nicht mal so übertrieben finde. Also dort gibt es deutlich übertriebenere Modifikation, was auch mit Gold angeht und so. Ich sage jetzt keine Namen. Nusret. Und mit den 40 Euro Parkgebühren für eine Nacht sind wir mit diesen drei Punkten, ohne jetzt irgendwelche anderen Extras in Kauf genommen zu haben, bei 648 Euro. Ja, ich muss dringend ins Casino, um das Geld wieder einzuholen. Ciao.